Hallo und herzlich willkommen bei, was macht ihr da hinten? Bei Frau Bauer sucht, oder anders ausgedrückt, bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und wir müssen uns heute rumschlagen, mehr hier mit einem dummen Pantomim, der mal wieder nur auf Kohle aus ist und... Ist es eine Statue oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches gesehen. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, aber der wird uns natürlich nur gegen Kohle antworten, hier dieser geldgierige Typ. Ein netter Vertreter mobiler städtischer Sanitäranlagen. Okay, woher kriegen wir Kohle? Wir können wahrscheinlich hier in der Telefonzelle, ist da vielleicht noch ein bisschen Kohle drin? Ansonsten hier ist ein Wunschbrunnen. Das wäre zu einfach, oder? Hey, es ist so einfach. Wir stehen ja auch noch ganz am Anfang. Ja, dann nehmen wir schnell die Münze. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich das dumme Schaf und wirft's irgendwie weg. Cool, Kleingeld. Lieber Wunschbrunnen, ich wünsche mir einen Grund zu fohlen. Nein! Dann kann ich das Jack besser anlocken. Schaf, was tust du da? Erstens, das Jack ist aus Bronze. Und zweitens ist das kein Wunschbrunnen. Oh. Jetzt schon! Yippie! Au, au, au. Oh, schade! Das lockt nur Wikinger an. Muss ich halt weiterrufen. Mist. Wie kriege ich jetzt die Münze aus dem Brunnen wieder raus? Das macht man doch nicht aus einem Brunnen hier. Okay, wir haben eine Elster, wir haben einen Mülleimer. Hier ist eine Kinderschaufel. Vielleicht können wir da damit... Eine Kinderschaufel, mit der sich viele Kleinkinder eins über die Rübe gezogen haben. Vielleicht kann ich sie auch mal gebrauchen. Okay, ich glaube, hier können wir nichts mehr direkt machen. Mit der Telefonzelle. Wir haben hier das Grunzophon. Das Grunzophon. Können wir das auch benutzen? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch! Hallo? Okay, ja, meine Güte. Das funktioniert so nicht. Mit der Elster können wir das auch nicht benutzen. Das hast du nicht gerade... Doch, habe ich probiert. Wir verprügeln einfach den Pantomimen. Geht das? Du willst es aus ihm herausprügeln? Ja. Nein. Na, okay, schade. Wir haben ein Absperrband, können wir ihn... Ja, ich würde den schäbigen Kleinkünstler wirklich gerne fesseln. Aber vielleicht kann er mir noch nützlich sein. Okay, Emotion, Begeisterung? Für einen elenden Pantomimen würde ich wirklich nur dann Begeisterung aufbringen, wenn man mich zwingen würde. Ja, mache ich. Hallo? Für einen elenden, wenn man... Okay, Das funktioniert so nicht. Ja, okay. Das hast du nicht gerade... Doch, habe ich probiert, ich weiß. Mit dem Axt... Hallo? Ja, okay. Dann gehen wir mal rüber auf den Spielplatz. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Schauen wir mal. Komm, Jack, komm! Okay. Ach, und hier ist der andere Verrückte. Ich bin mitten in der Nacht verkleidet auf einem Spielplatz. Okay, was weiß der gute Prigel? Es ist Dr. Bumblebee Busch. Brillant, blättrig, belesen? Bekannt in Stadt und Land? Nee, am Spruch muss ich noch arbeiten. Okay, Bernd, was können wir denn damit machen? Busch, was machst du hier? Bernd, ich bin gerade den Außerirdischen auf der Spur. Da hinten, nein. Eine Landeplattform mit Ausstieg, ohne Treppenstufen. Vielleicht sind sie amöboid und haben Pseudopoden, auf denen sie gleiten. Das ist eine Rutsche, Busch. Ah, hui, da hat sich aber einiges verändert, seit ich als kleiner Busch auf dem Spielplatz war. Moment, ich war nie auf einem Spielplatz. Das erklärt einiges, du Zimmerpflanze. Okay, Der Globus auf Atlas Schulter scheint zu wackeln. Ein Zeichen für die Fragilität der Welt? Okay, den können wir... Ein armer, verirrter Drache. Aber hier hat's nichts. Irks, da wird doch jedem schlecht drauf.
Und wieso liegt hier eine Socke und eine Unterhose auf der Schaukel? Schaukel ist schon Opfer des grassierenden Vandalismus geworden. Jep. Und hier oben haben... Ein Vogelnest. Okay, haben wir vielleicht die Möglichkeit mit dem... Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen. Ja, ich hab's verstanden. Das hast du nicht gerade... Doch, hab ich... Hallo? Okay. Mit der Schaufel im Sandkasten. Wer sucht, der findet. Heißt es ja so schön. Ich bin etwas enttäuscht. Das kann doch nicht alles sein. Okay, wir haben einen alten Stiefel. Okay, es wird langsam echt ein bisschen. Können wir nochmal schaufeln? Ah, was Kinder nicht alles so vergraben. Ich glaube, das war es jetzt. Ja, mit einem Magnet können wir doch die Münze drüben rausholen, oder? Gehen wir mal rüber. Irgendwie passt die Laufanimation nicht ganz zu seinem Schrittbild, aber ist okay. Das funktioniert so nicht. Und okay, wir müssen... Das hast du nicht geraten. Doch, hab ich. Hallo? Ja, ich wollte mir eine Angel draus basteln. Das funktioniert so. Aber das scheint irgendwie nicht zum Gehen. Wir brauchen eine Angelschnur. Ich meine, ich hätte ihn auch noch kurz hier den Mülleimer irgendwie durchwühlen lassen können, aber das geht irgendwie auch nicht. Gibt's sonst noch? Komm, jack, 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 komm! Hier scheint es wirklich nichts mehr zu geben. Außer, geht der Magnet mit... Das hast du nicht gerade wirkt. Doch, ich dachte, vielleicht kriege ich ja irgendwelche... Okay, ich will den Drachen hier. Okay, ja, ich hab's ja schon verstanden. Das funktioniert so nicht. Ja, okay, hab ich verstanden. Das hast du nicht geraten. Doch, hab ich probiert. Okay, ich geh mal mit ihm auf die Wippe. Ich glaube, jetzt steht die Wippe richtig. Warum weiß ich das? Spielplatz Feng Shui. Okay, ich werde wahrscheinlich ihn irgendwie irgendwas hier mit dem Globus machen müssen. Hallo? Ja, ich bin ja gerade noch ein bisschen am gucken. Ah, vielleicht kann Briegel mir irgendwie helfen. Busch, was machst du hier? Bernd, ich bin gerade da hinten. Den Satz kennen wir schon. Okay, Das funktioniert so. Ja, ich bin das ja Das hast du nicht gerade. Doch, bin ich am gucken. Hallo? Ja, ich probiere hier alles aus nach das alter Manier. Ach. Okay, irgendwie müssen wir doch an dieses blöde Nest kommen, wahrscheinlich. Ich stehe am Rande an da. Ist außer, aber wozu? Okay. Ich will diesen blöden Drachen haben. Wie kann ich das lösen? Komm, jack, 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 komm! Jetzt ist irgendwas hier gerade. Okay, wir brauchen irgendeine Lösung. Snashed wird es wahrscheinlich... Oh, guck mal hier, Drachenschnur ist ein Extra-Teil. Flieg in die Freiheit, mein Freund. Flieg, flieg. Ach, sie werden so schnell flügge. Was rede ich da? Okay, also der gute Bernd ist also Mutter oder Vater eines Drachen. Und wir haben dafür die Drachenschnur. Und jetzt können wir, glaube ich, das machen, was ich vorher schon als Idee hatte. Indem wir hier so eine Art Angel basteln. Ein nützliches, wenn auch sehr albernes Werkzeug. Und damit können wir jetzt die Münze rausfischen. Komm,
Okay, Komm, Mützi, Mützi. Nicht ganz, was ich brauche. Na. Aber bestimmt kann ich das irgendwann. Okay, noch ein Versuch. Scheint, Auf ein neues. Scheint wirklich immer so zu sein, dass man alles zwei, dreimal machen kann. Ich würde ja kann. Sagen, da geht mir ein Licht auf. Aber in so einem Spiel ist es ja egal, ob es Schrott ist. Steck es ein. Okay, noch ein. Aller guten Dinge sind drei, oder? Nein! Oder auch nicht. Mist. Warum kann ich meine große Klappe nicht halten? Die Elster hat die Münze geklaut. Okay, dann müssen wir jetzt wieder rüber zu dieser blöden Münz... Elster? Da ist die diebische Elster. Schäm dich, dass du dein eigenes Klischee bist. Wie komme ich jetzt an die Münze? Ich warf die rostigen Nägel aus. Das hast du nicht gerade wirklich. Doch, habe ich versucht. Kann ich Hallo? Okay, ja, ich hab's ja verstanden. Ich warf den Stiefel das gegen... Das funktioniert so nicht. Okay, Das hast du nicht gerade... Doch, habe ich probiert. Was können wir sonst machen? Ich tröte Hallo? Sie an. Das funktioniert so... Ja, okay. Ich leuchte sie an. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, habe ich Hallo? Probiert. Ach, meine Das Güte. Funktioniert so... Okay. Das hast du nicht gerade... Kann ich mit dem... Hallo? Oh, das scheint zum Gehen. Es ist ein kleiner Ruck für ein Brot mit zu kurzen Armen. Aber eine große Dummheit auf jeden Fall. Aufgefahren, dass ich mich wiederhole. Auf und Mist. Okay, wir haben die Münze bekommen. Objekt meiner Begierde. Mein Schatz. Ja, dann werden wir jetzt drüben beim Pantomimen uns die Informationen erkaufen, die wir wohl brauchen werden. Komm, Jack, 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 komm! Und, geben dir. Hier, Herr elender Pantomime. Hartgeld für Informationen. Ich würde gern noch etwas Persönliches loswerden. Ich verachte sie wegen ihrer Kleinkunst zutiefst. Was willst du noch? Applaus? Er will Applaus wahrscheinlich. Emotionale Begeisterung. Okay. Ich bin ein großer Bewunderer ihrer elenden Kleinkunst. Moment, nicht so schnell. Eins muss man ihm lassen. Er bleibt in seiner Rolle. Und das kann etwas dauern. Mein Pantomimisch ist etwas eingerostet. Drei Worte. Das erste beginnt mit... Jemand hat einen Clown aufgeblasen? Irgendwas mit Blüten riechen? Forellen zu riechen? Mist. Ah, jetzt verstehe ich es. Da war jemand, der die Statue mitgenommen hat. Wer ist Eisenbeißer Willi? Das ist eine Spur. Nichts wie hin. Wir sind albern verkleidet. Suchen ein albernes Bronzejack und wurden von einem albernen Pantomimen zum Schrottplatz von Eisenbeißer Willi geschickt. Weil der die alberne Bronzestatue geklaut haben soll. Dann albern wir mal nicht rum und fragen einfach Herrn Eisenbeißer Willi. Alles andere wäre ja albern. Das hast du toll gesagt, kastiger Koloss. Danke. Bitte. Okay, wir sind auf dem Schrottplatz gelandet. Wir haben die ersten zwei Sachen jetzt hier gelöst. Wir konnten den Spielplatz irgendwie überwinden und müssen jetzt auch nicht mehr immer komm, jack, 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 komm hören. Ich danke euch, oder ich danke dir besser gesagt, vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und hast du noch zum Schluss irgendwas sagen? Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger dauern. So aber nur... Ein Brot mit so kurzen Armen. Ciao, bis morgen.